So. Genau. Willkommen zum 36. Abend im Computermuseum. Hallo. Ich bin Christian Korzi, der jetzt auch schon etwas länger hier im Museum tätig ist. Das ist hier der Ralf Braun, der jetzt auch seit inzwischen drei Jahren mindestens, denke ich. Sind schon vier. Vier Jahre. Ein fleißiger Unterstützer und Sammler und Experte auf diversen Gebieten ist. Und er wird heute Abend ein Special wieder machen. Wir hatten vor einiger Zeit ein Special gehabt, Medizintechnik, wo der Ralf einige seiner medizinischen Geräte wie Ultraschallgerät und EKG. Eins habe ich sogar halt wieder dabei. Ja, vorgeführt hatte. Und das ist jetzt der zweite Teil, in dem es unter anderem um die diversen Speichertechniken und Formate, beispielsweise Röntgenfilme etc. geht. Also auch was ganz Interessantes, ist natürlich alles heutzutage auch computerbasiert. Und noch eines, wer sich fragt, wo denn hier das Faktotum des Computermuseums bleibt. Ja, es ist eigentlich ein trauriger Abend, ne? Also ohne unseren Chef, das ist schon... Ja, ohne unseren Chef, da haben wir völlige Narrenfreiheit, also eigentlich, ja. Wann hast du das Essen bestellt? Ja, die Pizza, ja, die kommt gleich, ja. nein, im Ernst, Clemens Krause hat wieder die ehrenvolle Aufgabe, im Technikmuseum, im Deutschen Technikmuseum in Berlin an der SUSE Z1 weiterarbeiten zu dürfen. Und er ist jetzt zwei Wochen wieder in Berlin. Viele Grüße nach Berlin. Hallo Clemens, falls du uns zuschauen magst, Grüße. Und deswegen bietet sich hier diese Einlage mit dem Ralf und seiner Medizintechnik perfekt an, um... Weil dazu kann der Clemens ja nichts sagen, das ist rein sein Spezialgebiet. Von daher, ja, würde ich mal sagen, fangen wir an. Und super, vielen lieben Dank. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, auch nochmal von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Abend im Computermuseum. Zuallererst möchte ich nochmal ganz herzliches Danke sagen an das komplette Team, natürlich auch an die Infos, ohne die, ohne den Support, das alles natürlich gar nicht möglich wäre. Die ganzen Dinge, die wir hier tatkräftig brauchen und auch mal die etwas, ich sage mal, schrägen Sachen, die wir da so machen, dann natürlich auch entsprechend unterstützt werden müssen. Also von meiner Seite da ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Der Christian hat es schon im Introducer kurz angerissen. Ich habe tatsächlich heute ein paar Sachen mitgebracht. Es wird auch vielleicht ein bisschen durcheinander. Das hat damit zu tun, dass das Ganze natürlich keine wirkliche Chronologie hat, sondern natürlich ein Stück weit ein sehr, sehr großes Gebiet abdeckt. Aber ich möchte so auf das ein oder andere Highlight heute hinweisen. Kommentare dazu möchte ich schon mal sagen oder natürlich auch Likes sind gerne willkommen. Also jederzeit, ihr könnt jederzeit in die Kommentare Fragen stellen. Wir sind natürlich nicht immer jeden Tag und gucken die Kommentare an, aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir da dann auch eine Antwort entsprechend finden. Und wenn jemand jetzt eine Idee hat, was ganz Besonderes sehen zu wollen, dann natürlich auch kurze E-Mail oder in die Kommentare schreiben. Vielleicht ereignet sich dann daraus eben nochmal ein ganz neuer Stream und wir machen dann nochmal ein ganz neues Video darüber. Das ist natürlich alles ist natürlich alles möglich. Ja. Gut. Bevor ich jetzt ein bisschen detaillierter in die Medizintechnik, und das heißt ja immer so Medizintechnik, das Ganze verschwimmt aber so ein bisschen, ich zeige das auch nachher, in jeder dieser Geräte ist natürlich ein vollwertiger Computer drin, die sind in der Regel schon ein bisschen älter, aber haben natürlich was mit der Informatik zu tun im klassischen Sinne. Und wenn man sich da mal so wundert, wenn man so ein Gerät nachher aufmacht, ich habe einen DVD-Brenner dabei, da schauen wir auch nachher mal wirklich live rein, da machen wir wirklich mal den Deckel runter und da wird man sich wundern, was denn an diesen Dingern so furchtbar teuer ist. Ja, es gibt ein paar Details, aber da komme ich nachher drauf. Vorneweg ist es mir noch eine Herzensangelegenheit,
Und das möchte ich jetzt die nächsten 2-3 Minuten kurz erzählen. Es geht um diese Kamera. Das ist eine Canon EX2. Die etwas älteren Semester von uns, die wissen vielleicht, diese Kamera war so Ende der, also die späten 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, wirklich das Nonplusultra auf dem Markt. Diese im semiprofessionellen Bereich, also die war zum einen unheimlich teuer, hatte aber auch unglaublich viele Möglichkeiten. Unter anderem konnte man mit dieser Kamera Wechselobjektive nutzen, die klassische Canon von analogen Spiegelreflexkameras mit verschiedenen Adapterringen dann verwendet werden konnte. Und es hat sich vor einigen Monaten zugetragen, dass mein lieber Freund, der Christian, mich eingeladen hat zu einer ganz, ganz lieben Familie in Stuttgart, wo leider der Familienvater an Corona verstorben ist. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber wirklich eine total tolle Beziehung entstanden ist. Wir haben zusammen sehr viel gesprochen, auch mit der Tochter. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Das war also ein sehr, sehr herzliches und ein sehr, sehr nettes Unterfangen und ging auch spät in die Nacht, kann man quasi sagen. Und dabei habe ich versprochen, dass dieses schöne Stück hier, diese Kamera, dass ich mir die Mühe mache, tatsächlich diese Kamera vollständig zu restaurieren. Ich wusste damals nicht, auf was ich mich einlasse, sage ich ganz offen und ehrlich. Heute würde ich sagen, ich kenne das Innenleben dieser Kamera nahezu auswendig. Also ich weiß, wo jeder einzelne dieser 240 Elektrolytkondensatoren hingehört. Aber es ist natürlich quasi fast eine halbe Lebensaufgabe. Aber mich freut es ganz besonders. Ich habe es versprochen, dass ich genau diese Kamera zum Leben erwecke. Und das ist mir gelungen. Diese Kamera funktioniert wieder. Und ganz wichtig, ich habe diese Kamera natürlich auch im, hätte es beinahe gesagt, alltäglichen Einsatz. Aber ich nehme die Kamera ab und zu mit unterwegs. Wenn wir spazieren gehen mit dem Hund oder auch in die Wilhelma, wird man dann manchmal ein bisschen schräg angeguckt. Ja, aber das ist ja genau der Kick, der dabei dann entsteht. Ganz viele Leute kommen dann auch und fragen, hey Mensch, Kamera, Baujahr 1988. Sag mal, wie du dazu kommst. Die Herausforderung bei sowas ist immer das Problem mit den Kondensatoren. Ich hatte es gerade schon gesagt, in der Kamera sind 240 Elektrolytkondensatoren in SMD-Bauform. Das heißt, die sind als SMD-Teile bestückt auf etwa 9 Leiterplatten, die in dieser Kamera verbaut sind. Und im Laufe der letzten 30 Jahre haben die ihren Inhalt quasi über diese Leiterplatten rausgelassen. Das heißt, alle Elkos sind ausgelaufen. Das hat zur Folge, dass man schon am Geruch an der Kamera quasi erkennen kann, ob diese Elkos kaputt sind. Die stinken dann fürchterlich nach Fisch. Das ist tatsächlich so. Und man hat dann keine andere Chance. Entweder man entsorgt dieses Gerät und schmeißt es weg. Ja. Die zweite Option wäre, man bringt es ins Computermuseum. Es gibt auch noch die Möglichkeit, da kann man dann zumindest mal gucken, was noch möglich ist. Oder man hat entsprechende Ersatzteile. Ja, oder man ist so durchgeknallt wie ich und versucht sie dann tatsächlich mit der Hand am Arm und mit dem Mikroskop ganz viel Fluxpaste und einem ganz feinen Lötkolben dann zu restaurieren. Das Problem dabei, dieses ausgeflossene Elektrolyt aus diesen Kondensatoren. Und wenn wir da mal so ein bisschen googeln, dann gab es genau in der Zeit, so Ende der 80er bis etwa Mitte der 90er, gab es verschiedene Chargen und Bauformen von Elektrolytkondensatoren, die tatsächlich, ich sag mal ganz salopp, defekt waren und doch einen deutlich kürzeren Lebenszeitraum hatten als ursprünglich vom Hersteller vorgesehen. Und leider waren da einige Geräte davon betroffen, der Unterhaltungselektronik, unter anderem diese EX2. Die EX1 war
nur ein bisschen besser. Die hatte auch noch sehr, sehr viel mehr keramische Kondensatoren. Aber die EX2 war da ganz besonders betroffen. Und so bleibt nichts anderes übrig, als 240 SMD-Elkos zu entlöten. Ja, das ist auch nicht einfach, weil durch die Korrosion und die Oxidation dieser Leiterplatten diese Lötstellen nicht mehr lötbar sind. Ja, wenn man das schon mal gesehen hat, dieser Elektrolyt, der greift wirklich diese Zinnverbindung dann an und es gibt so eine ganz komische galertartige Masse, die fürchterlich nach Fisch stinkt, besonders wenn man sie versucht zu löten. Und dieser Elektrolyt, der läuft dann auch durch die Leiterplattenkontakte durch auf die andere Seite der Platine, um dort dann den Rest des Übels dann quasi zu vollführen. Es nutzt nichts, alle Teile runter, die Platinen schrubben im Ultraschallbad und es möglichst so, dass sie anschließend wieder bestückbar sind. Ein Riesen-Act. Funktioniert aber, wenn man Zeit hat oder sonst nichts zu tun oder vielleicht, ja, also auf gut Schwäbisch sagt man, ein Geschäft für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ja, so ist das etwa entsprechend dann zu würdigen. Aus der gleichen Kategorie, also aus der gleichen sehr angenehmen Beziehung nach Stuttgart, kam diese Kassette. Das ist eine Video 2000 Kassette mit zwei Seiten und auf dieser Kassette steht Katrin, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und der Christian und ich sind noch dran, diese Kassette, die mit einem etwas, sag mal, untypischen Format bespielt wurde, zu digitalisieren, um dann natürlich der Familie den Inhalt dieser Kassette dann entsprechend ja, zu übergeben. Ja, jetzt muss ich doch auch noch kurz herkommen und mich bedanken auch für die schönen Tage, Abende und für die Möglichkeit, einige Geräte mitnehmen zu dürfen und ja, zu restaurieren und zu schauen, in welchem Zustand die denn so sind. Also das mit der Kassette, das ist ein Projekt, das noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ja. Ganz abgeschlossen. Also es ist eins der 300 Projekte auf der Liste. Genau, so. Ja. Aber schon ziemlich weit vorne und es fehlen noch ein paar Details. Aber wir haben eine gute Chance, dass wir das im normalen geologischen Zeitrahmen dann auch fertig kriegen. Ja. Jetzt ist ja schon mal die Kamera fertig und das ist schon mal ganz wichtig. Ja. Gut. Das als kleinen Ausflug. Ich mache hier mal ein ganz kleines bisschen Platz. Du kannst die Sachen mir geben? Oder so. Ja, die kannst du einfach laufen. Genau. Also mit was ich gerne anfangen würde, ist so ein bisschen den Hintergrund zu erzählen, wie kommt man denn dazu, sich eigentlich mit solchen Themen zu befassen und immer wieder natürlich auch das ein oder andere Gerät auf dem Tisch landet, das dann natürlich das entsprechende Interesse weckt, um da dann natürlich alles Mögliche zu machen, um diese Geräte wieder ans Laufen zu kriegen. Die Wahrheit oder die Antwort auf diese Frage ist, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Im Laufe der Zeit sammeln sich natürlich ein paar Geräte an. Als ich vorher von zu Hause losgefahren bin und quasi eine ganze Litanei an Geräten ins Auto geladen habe, hat sich meine Frau schon gefreut und hat gefragt, ziehst du mit deinem Schrott aus? Und das war also wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil natürlich ein Großteil unseres Kellers das ein oder andere Regalbrett mit solchen Dingen vollgestellt ist. Und ich habe ihr dann gesagt, nee, ich werde es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder mitbringen. Also in jedem einzelnen Stück davon hängt natürlich, oder jedes einzelne Stück hat natürlich eine Geschichte, da hängt natürlich auch ein bisschen Herzblut dran, weil alle, das kann ich ausnahmslos sagen, alle waren natürlich vollständig kaputt. Sonst kann man sich
relativ schwer. Also ich zumindest nicht diese Geräte käuflich erwerben. Sie werden mit recht hoher Wahrscheinlichkeit keinen funktionierenden Videoprinter von Sony kriegen, der, sagen wir, gebraucht noch 100.000 Euro zu haben ist. Ja, die Geräte sind doch deutlich teurer, wenn Sie das Gerät neu kaufen. Dann kostet es, kann das schon mal mehrere tausend Euro je nach Konfiguration dann zu Buche schlagen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat einmal den Grund, weil diese Geräte natürlich eine medizinische Zertifizierung haben müssen, wenn sie im Bereich der Humanmedizin eingesetzt werden. Sie müssen bestimmte Vorschriften entsprechen, das heißt verschiedene Vorgaben, was die Erdung betrifft, verschiedene Materialstärken, es müssen die hochwertigen Komponenten verbaut werden und all diese Dinge. Und das lassen sich natürlich die Hersteller diese Geräte entsprechend bezahlen. Es sind in der Regel auch noch Verträge dahinter, Wartungsverträge, Garantiesachen und all diese Dinge. Wenn Sie sich das vorstellen, dass natürlich beispielsweise ein Ultraschallgerät in der Notaufnahme rund um die Uhr funktionieren muss, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn dann halt auch der Drucker, wenn er kaputt ist, dann sehr schnell getauscht und sehr schnell repariert werden kann. Von der Technik her, es ist eigentlich verblüffend, manchmal mit wenig Aufwand diese Geräte konstruiert sind. Man erkennt auch Parallelen, also hier zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz klassischer Sonoprinter. Die meisten kennen ihn beispielsweise von Ultraschallbildern. Bei der Geburt von der Tochter oder vom Sohn kriegt man die in der Regel. Ich zeige auch gleich mal eins, ich schließe gleich mal einen Ultraschall an, dann können wir das mal live durchspielen. Und diese Printer beinhalten alle einen kleinen PC, also eine abgespeckte PC-Version. Sie beinhalten alle einen Videospeicher und natürlich die Elektronik, die dann diesen Drucker entsprechend ansteuert. Von den Anschlüssen her, ich schalte den gerade mal schnell aus. Von den Anschlüssen her ist es relativ simpel. Ich habe auf der Rückseite einen ganz normalen Video-Ein- und einen Video-Ausgang, standardmäßig in der Industrienorm. Das heißt, es sind alles BNC-Steckverbinder. Ich habe einen normalen Netzteilanschluss und ich habe zusätzlich den für die medizinische Bestimmung hier vorhandenen Erdungsanschluss, mit dem ich das Gerät quasi innerhalb einer Gerätekonfiguration an ein bestimmtes Erdungspotenzial angleichen kann. Das ist in der Regel im Krankenhaus dann ein separat verlegtes Leitungsnetz oder hier eine Potentialgleichheit aller angeschlossenen Geräte zu ermöglichen. Diesen Anschluss, diesen Pümpel oder diese Möglichkeit findet man bei allen Geräten im Medizintechniksektor. Das hat einfach den Grund, dass in der Medizin gegebenenfalls ja auch mal mit explosiven Gasen, denken Sie an Narkosegase zum Beispiel oder an Defibrillatoren verwendet werden, wo sehr hohe Spannungen fließen können. Und da muss dann eben eine entsprechende Sicherheit für Patient und das Pflegepersonal dann sichergestellt werden. Und das ist der Grund, warum hier so viel Aufwand getrieben wird, um diese Sicherheit entsprechend zu gewährleisten. Ich würde mal das Ultraschallgerät mal schnell anschließen. Da würde ich diesen mal hier auf den Boden befördern. So, also dieses Gerät kennt ihr bereits aus dem letzten Video. Das ist ein transportables Ultraschallgerät, habe ich heute nochmal mitgebracht. Einfach um zu zeigen, wie dieser Videoprinter dort zusammenspielt. Ich zeige es nochmal gerade von der Anschlussseite hier in dem Bereich. Alle Ultraschallgeräte haben quasi auch diesen genormten Video-Ein- und Ausgang.
klassisch BNC, da stecken wir nachher unseren Adapter drauf und können dann eine Verbindung machen. Es ist immer vorhanden eine serielle Schnittstelle bei diesen Geräten, um die entsprechend zu steuern oder auch um zu konfigurieren oder Daten zu übertragen. Und dann, wie ich gerade schon erklärt habe, tatsächlich auch dieser immer vorhandene Erdungsanschluss, wenn das Gerät dann stationär verwendet wird, dass man hier auch die entsprechende Erdungsleitung anschließen kann. Und hier als besonderes Goodie, weiß nicht genau, ob man es sehen kann, noch ein eingebautes Diskettenlaufwerk. Das hat zwei Funktionen. Einmal kann man damit die Firmware quasi des Gerätes entsprechend, also des BIOS quasi, entsprechend updaten, aber auch Bilder, die generiert wurden, auf eine Diskette abspeichern. Jetzt kann man sich ausrechnen, 1,44 Megabyte. Das gibt nicht allzu viele Bilder oder auch nicht allzu große Auflösungen, aber das war halt damals so. Ja, das Gerät ist also Anfang der 90er etwa ist es verkauft worden. Es hat sogar noch eine Zulassung, also man könnte es noch verwenden. Wir haben das Gerät entsprechend repariert. Es war defekt und diese Geräte finden dann in der Veterinärmedizin beispielsweise, finden die dann weitere Anwendungen. Gut, ich würde es mal schnell einschalten wollen. Das hört man dann auch gleich. Und gehe hier mal mit dem Ausgang vom Ultraschallgerät jetzt einfach auf diesen Printer, schalte den auch mal ein und wenn ich da jetzt drauf drücke, dann müsste eigentlich, sofern er eingesteckt ist, das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, also der ganz klassische Vorführeffekt aktuell. Eigentlich sollte jetzt der Bildschirm vom Ultraschallgerät sichtbar sein. So war das eigentlich geplant. Sollen wir nochmal so rumprobieren. Ah ja, kaum. Kaum stehe ich da, schon tut's. Ja. So, also diese Bilder, diese Streifen, ja, die kennt man ja, die kriegt man dann auch heute noch tatsächlich von seinem Arzt ausgehändigt. Kann sie dann beim entsprechenden Anlass natürlich in das Album einkleben. Und diese Bilder, mit diesem Spezialpapier, das ist also ein Thermoprint-Verfahren. An diesen Druckern sind Druckköpfe, die haben oben 1024 Piezo-Elemente bei diesem Gerät hier und können dadurch in Verbindung mit dem entsprechenden Papier, und dieses Papier ist wirklich, es ist unglaublich, also man kann dieses Papier tatsächlich auch heute noch wirklich nahezu in Gold aufwiegen. Ja, das ist also wirklich richtig teuer. Und wenn man da nicht irgendwie eine Charge kauft und dann noch vielleicht irgendwie ein bisschen den ein oder anderen Palettenschaden oder vielleicht eine Überlagerung hat, dann kann man das also quasi schon nicht bezahlen. Das ist unglaublich. Und deshalb sterben diese Sachen natürlich auch aus. Ja, also man... ich weiß nicht, ob es standardmäßig ist, dass diese Bilder dann noch gedruckt werden. Ja, die Auflösung ist natürlich sehr, sehr hoch. Das heißt, ich habe hier eine sehr detaillierte Auflösung, kann da natürlich auch mit diesen Bildern, und diese sind tatsächlich befundungsfähig. Das heißt, wenn jemand
etwas hat, eine Krankheit hat, irgendwie was gesehen wurde auf dem Ultraschall, dann kann eben mit so einem Bild das halt auch zu einem anderen Arzt, zu einem Spezialisten mitgenommen werden. Und der sieht dann eben auf dem Bild, was da Sache ist, durch die entsprechende Auflösung. So ging das über viele Jahre, wenn man sich das überlegt. Man hatte ja sonst eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, so Informationen auszutauschen. Wenn wir mal so Anfang der 80er, Mitte der 80er schauen, natürlich gab es schon den ein oder anderen Computer, keine Frage. Aber die ganzen digitalen Medien, die waren natürlich teilweise weder erfunden noch in der Planung. Das heißt, was hat der Arzt damals gemacht? Er hatte eben die Option, entweder mit bildgebenden Verfahren, also beispielsweise im Ultraschall, so ein Ding auszudrucken und es in seine Akte zu tun oder vielleicht dem Patienten nochmal eine Kopie ausdrucken, damit er sie dann mitnehmen kann. Es gab die klassischen Röntgenbilder, ja, also quasi ein belichteter Film, der mit entsprechender Röntgenstrahlung dann belichtet wurde. Und ansonsten waren die Möglichkeiten eigentlich relativ ausgeschöpft. Selbst damals, als die ersten Magnetresonanztomographen, Computertomographen auf den Markt kamen, auch dort wurden diese Befundbilder dann entsprechend in der Regel auf Film gedruckt, dann entwickelt und entsprechend dann eben mitgegeben. Also ich kann mich noch erinnern, in den 80ern hatte ich mal was am Knie, musste zum MRT und habe dann so eine riesen Tüte gekriegt mit riesigen Bildern. Da waren dann nur, keine Ahnung, 50 Bilder auf einer so einer, auf einem so einem Film drauf und habe das dann daheim irgendwie hinterm Schrank verstaut, weil das war die einzige Möglichkeit, wo dieses Ding da reingepasst hat. Heute ist es natürlich ein bisschen anders, Gott sei Dank, muss man auf der einen Seite sagen. Wenn man heute ein CT bekommt oder ein MRT, dann kriegt man in der Regel eine CD mit. Diese CD kann man auch zu Hause anschauen, sofern man dieses Bild dann interpretieren kann. Aber man kann zumindest dieses Bild sichtbar machen. Und das Zauberwort dafür heißt DICOM. Es ist eine Schnittstelle, die von allen Herstellern der Medizintechnik irgendwann etabliert wurde, um sich auf ein entsprechendes Format sowohl der Bildformate als auch der Auflösung und natürlich auch der Kompatibilität der Geräte untereinander zu einigen. Wenn Sie so eine DVD kriegen, dann können Sie die in den normalen PC einlegen und auf dieser DVD ist ein Programm, das sogenannte DICOM Viewer in der Regel oder auch abgewandelte Versionen. Jeder Hersteller hat da natürlich auch ein bisschen was Spezielles. Aber wenn Sie dieses Programm starten, dann können Sie die Daten dort tatsächlich einlesen von der DVD, um dann quasi das Bild am Bildschirm so zu schauen, wie das der Radiologe dann entsprechend bei der Befundung machen würde. Was nicht stimmt, das sind natürlich die Grauwerte. Also die Radiologen haben spezielle Monitore, die explizit kalibriert sind, um dann wirklich feinste Nuancen von entsprechenden Grauwerten dann darzustellen, um natürlich daraus dann gegebenenfalls einen Befund abzuleiten oder eben auch nicht. Ja, ich habe hier mal, um einfach mal ein Beispiel mitzubringen, ich habe hier mal noch eine ganz alte Version der bewegten Röntgenbilder mitgebracht. Das ist eine sogenannte Röntgencinematographie. Also so heißt es tatsächlich. Das ist ein 35 mm Film, der also unendlich viele, fast mit doppelter Bildzahl wie ein 35 mm Kinofilm, unterschiedliche Mengen an Bildern hat und man hat quasi mit einer entsprechenden Kamera, die mit einem Film bestückt war, der auf Röntgenstrahlen sensibilisiert war, hat man dann quasi ein laufendes Röntgenbild gehabt und hat die und hat dann diese pro Patient ein und mehrere dieser Rollen gehabt.
und konnte da dann diese Bilder, diese Befunde dann entsprechend weitergeben. Da kann man sich ja schon vorstellen, so ein Krankenhaus, das brauchte ja dann ganze Kellerräume voll von entsprechenden Lagermöglichkeiten, um diese ganzen Rollen von allen möglichen Patienten dann einzulagern. Und sicherlich gab es auch den einen oder anderen Patienten, der dann halt auch mehrere Rollen von diesen Dingen dann verwendet hat. Groß war somit der Segen, als dann ich natürlich. Sehe gerade, da ist ja tatsächlich was drauf, aber. Ja, da ist was drauf. Ja, ist kein schwarzes Bild. Sieht aber nicht nach einem Körper aus. Das ist ein bewegtes Herz, das da auf dem Röntgenbild läuft. Also kurzum eigentlich ein. Ich sehe bloß ein Gerät mit. Ja, nein, also es ist eine Herzkatheteruntersuchung. Das läuft auch auf einem normalen Kinofilm mit 35 mm, kann man das wirklich laufen lassen. Das Bild ist natürlich ein bisschen kleiner, aber es wackelt auch ein bisschen mehr, aber man kann es tatsächlich abspielen. Ja, also es ist schon verrückt. Ich habe mal irgendwann darüber nachgedacht, die Dinger zu scannen. Mir fehlt es gerade ein bisschen am 35 mm Scanner, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Also hier einfach noch. Da hätten wir auch einen Einsatzzweck für den. Ja, ich weiß. Der Clemens hat schon gesagt, ich weiß. Wir arbeiten dran. Ja, also ich hatte es gerade schon gesagt, der Segen ist natürlich dann mit Einzug der digitalen Medien. Es hat sich dann so ein bisschen auch entwickelt. Es gab auch Systeme, die auf einer Videokassette basiert haben. Also es gibt auch tatsächlich medizinische VHS-Videorekorder. Man hat sich damals für VHS entschieden, weil einfach die Kassetten sehr, sehr günstig waren zum damaligen Zeitpunkt und VHS damals schon die anderen Formate wie beispielsweise Beta oder Video 2000 nahezu vollständig vom Markt verdrängt hatte. Und so kamen Videorekorder in die Arztpraxen und natürlich in die Krankenhäuser und plötzlich hatte ich eine Möglichkeit, auf relativ kleinem Format sehr, sehr viele Bildinformationen zu speichern. Das hatte natürlich einmal den Effekt, dass ich eine Besonderheit, eine Krankheit, eine Diagnose natürlich im laufenden Bild festhalten konnte. Es gab aber auch die Option, mit diesem Video dann zu Lehrzwecken diese Dinge dann weiterzugeben. Und das war natürlich wirklich eine ganz wichtige Epoche. Es gab auch beispielsweise Pharmaunternehmen, die ihren Ärzten entsprechende Videos zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, sie haben wirklich physikalisch eine Videokassette verschickt, wo dann auf den Videos, das waren in der Regel vielleicht so 10, 15 Minuten, im kurzen Videoabschnitt dort dann entsprechende Informationen zu finden waren. Ja, Videokassette war schon der Schritt in die richtige Richtung, war natürlich immer noch ein analoges Medium. Ich habe ein Magnetband, das hat natürlich einen entsprechenden Verschleiß. Es hat natürlich, ist natürlich gegenüber Magnetfeldern entsprechend schwierig zu handeln. Ja, es braucht den großen Lagerplatz und war alles also ein bisschen noch nicht ganz optimal. Nachdem die VHS-Ära dann so vorbei war, kamen dann auch in den Arztpraxen und in den Krankenhäusern natürlich die DVD-Laufwerke. Und da habe ich auch mal eins mitgebracht. Das ist hier ein Sony-Laufwerk. Ich hatte es gerade schon gesagt, diese Geräte sind sehr, sehr robust konstruiert, haben sehr, sehr viele Möglichkeiten mit dem Anschluss. Und wir finden hier auf der Rückseite auch wieder diesen besagten Erdungsanschluss, um das Gerät eben in ein System zu integrieren. Ich habe hier verschiedene Ein- und Ausgänge für das Videosignal. Ich kann hier sogar ein SVHS-Signal entsprechend in das Gerät einspeisen.
Ich kann sogar Ton mit aufnehmen, also wenn ich dort ein Schulungsvideo mache beispielsweise oder Informationen, die vielleicht von einer Endoskopkamera kommen, dann können die hier verarbeitet werden. Und als Clou und Highlight hat dieses Gerät sogar noch einen Firewire-Anschluss. Das heißt, ich kann theoretisch, wenn ich das denn möchte, also ich möchte es ab und zu, oder wir arbeiten relativ viel mit FireWire oder DV-Link, dann kann man direkt verlustfrei quasi von einer DV-Kamera hier auf das Gerät entsprechend die Daten überspielen. Und ein ganz normaler Netzteilanschluss natürlich. Das Gerät hat einen integrierten Lüfter, der ein ganz ausgeklügeltes Filtersystem hat. Das heißt, da wird der Staub auf die Unterseite von einer Filzplatte gezogen, sodass das Gerät dann natürlich auch für den medizinischen Bereich keine großen Luftverwirbelungen dann entsprechend macht. Das werden wir nachher auch nochmal entsprechend aufschrauben und werden da mal einen Blick in die Technik werfen, was da denn so drin ist. So, dann stecke ich hier schnell das Videosignal um, dass wir da auch was zum Zeigen haben. Also das kennt man ja, man ist beim Arzt und der Arzt macht einen Ultraschall und dann hat der Arzt seinen Bildschirm auf dem Ultraschallgerät und guckt da so. Und der Patient, der darf dann nebenher am angeschlossenen Monitor hier so ein bisschen mitgucken und versteht natürlich nichts, aber er findet es dann ganz spannend, was man da dann so alles sieht. Hier sieht man natürlich nichts, weil wir jetzt auch gar keine Person haben, die den Schallkopf quasi ein Schallsignal erzeugen würde. Aber für unsere Zwecke jetzt aktuell, um das Gerät zu zeigen, tut's. Kriegst du das noch drauf, oder? Passt es? Wunderbar. So, also ich habe jetzt quasi dieses DVD-Laufwerk hier entsprechend angeschlossen. Das Laufwerk, es bootet gerade noch. Also auch dort ist ein entsprechendes Betriebssystem auf dem Gerät. Ich zeige es nachher. Und da ist auch eine Scheibe drin. Tun wir mal eine neue rein. Das sind ganz normale DVD plus RW-Rohlinge. Und wenn man sich jetzt vorstellt, mein Ultraschallbild generiert quasi ein Bild während einer Untersuchung, dann kann ich hier durch Drücken von dem Aufnahmeknopf einfach dieses Video jetzt quasi mitlaufen lassen. Das wird jetzt online quasi direkt auf die DVD entsprechend abgespeichert. Man sieht es hier, da läuft dann auch die Uhr. Kann dann natürlich alle Arten von Medien aufzeichnen. Ich könnte da theoretisch natürlich alle Videoquellen dran verwenden in beliebiger Form. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ich dann das Ganze stoppe, dann fängt er auch an, dieses Video vorzubereiten. Und ich kann es dann quasi von der DVD dann direkt wiedergeben und habt es quasi im Handling wie ein Videorekorder. Das hat natürlich den unglaublichen Charme. Zum einen sind diese DVD-Rohlinge natürlich relativ günstig. Das heißt, wenn ich dort meinen Patienten dann diese Rohlinge entsprechend mitgebe, dann ist das kein großer Invest. Ich habe natürlich ein sehr, sehr
sehr, sehr gute Auflösung, mindestens in der Videoqualität so gut wie das Ultraschallgerät zur Verfügung stellt an seinem Ausgang. Das heißt, ich habe keinen großartigen Qualitätsverlust. Und ich kann mir natürlich durch die Möglichkeiten, die ich hier am Gerät habe, natürlich auch verschiedene Ausschnitte anschauen. Ich kann das Bild natürlich reinzoomen, ich kann Standbilder machen und selbstverständlich kann ich dann vom Gerät auch entsprechende Ausdrucke machen, sollte ich das wünschen. Oder natürlich diese DVD dann auch an dem PC oder andersweitig entsprechend weiterverarbeiten. Also das war schon wirklich ein ganz wichtiger Schritt, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass es vielleicht auch Untersuchungen gibt, die mit einer Kamera gemacht werden. Dann konnte ich natürlich diese ganze Untersuchung konnte ich natürlich auch zu Lehrzwecken dann relativ einfach abspeichern. Oder wenn man sich überlegt, dass beispielsweise auch bei vielleicht schwierigen Operationen als Beispiel die Kamera im Operationslicht integriert war, die sind dann mit solchen Systemen entsprechend aufgezeichnet. Ich bekomme auf so eine DVD so runde 1,5-2 Stunden von entsprechendem Video. Hochauflösend geht dann noch ein bisschen weniger, aber man kennt es ja, die DVD, so Spielfilmlänge und die Qualität ist da dann schon ausreichend, um zumindest eine entsprechende Befundung dann quasi durchführen zu können. Das System hier hat natürlich auch einen Menüpunkt, also man kann hier mal das Menü entsprechend aufrufen. Dazu muss ich mal hier auf den Knopf drücken und Sie kennen die Funktion, wenn Sie an Ihren PCs, wenn Sie dort DVDs brennen, dann müssen Sie die Disk immer closen, also quasi die Disk finalisieren, um dass Sie sie an externen Recorder nutzen können. Und das kann das Gerät natürlich auch. Also ich habe hier die Möglichkeit, hier verschiedene Möglichkeiten, das dann einzustellen. Wie gesagt, High Quality, ich kann mir Indexe generieren. Ich kann also sagen, immer wenn ein entsprechender Bildwechsel stattfindet, soll er mir ein neues Kapitel generieren, sodass ich das nachher einfacher dann sortieren kann. Also sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die dort in der Software von diesem Gerät mit integriert sind. Das hat natürlich einen Grund, warum die auch nicht ganz billig waren. Ja, also die kosten schon richtig Geld. Man kriegt sie heute mal ab und zu, ist mal einer auf eBay. Vorsicht, wenn Sie darüber nachdenken, sich so ein Gerät zu kaufen, weil Sie so verrückt sind wie ich und sich gern eins haben wollen. Ich kann Ihnen zu 100%iger Sicherheit sagen, die sind alle kaputt. Die haben also so viele Stunden gelaufen und wenn Sie dann nicht wissen, da dann tun müssen, um dass es dann wieder läuft, dann sind sie da verloren. Und die Geräte, die noch laufen, die kosten dann natürlich richtig Geld. Ja. Also jederzeit Kommentare, Fragen, dann Sie wissen, wo die Kommentare in den Videos zu machen sind. Der nächste Schritt, auch den möchte ich noch kurz ansprechen, ganz interessant, ich hole es schnell. Sieht aus wie ein DVD-Laufwerk, ist aber keins. Das ist ein sogenannter Digital Still Recorder. Eine ganz verrückte Geschichte, wenn ich Ihnen das Medium dazu zeige. Wo habe ich es hin? Wo ist es? Ah, da. Dann sagt jetzt wahrscheinlich jeder, wenn ich es mal so auf die Rückseite zeige, das sagt wahrscheinlich jeder, oh, Minidisc, kenne ich, hatte ich früher auch. Stimmt, ist eine Minidisc, aber keine normale Minidisc. Es ist eine Minidisc-Data und auf dieses Medium, das ist ein magneto-optisches Medium, passen ganze 140 Megabyte an Daten drauf. Ich weiß nicht, wie viele funktionierende Geräte es
auf diesem Planeten noch gibt von dieser Aufzeichnungsvariante. Ich denke, das ist eins davon. Ich hoffe, es tut gleich, wenn ich es einschalte. Aber ich kann versprechen, es gibt nicht mehr allzu viele Medien. Und wenn Sie hier versuchen, ein normales Minidisc-Medium, nimmt das Gerät zwar an, aber er kann überhaupt nichts damit anfangen, weil natürlich die entsprechende Aufzeichnungsdichte hier von diesen Medien vorgegeben ist, ist auch entsprechend kodiert. Und da gibt es keine Möglichkeit, das zu umgehen. Ich hatte unheimlich Glück. Manchmal läuft man ja im Leben auch an sowas ran. Und ich habe tatsächlich in Italien einen ganz, ganz, ganz netten Arzt gefunden über E-Mail-Kontakt. Und irgendwie kamen wir ins Gespräch und war schon etwas betagt, der Mann, schon 83 Jahre alt. Und er hat dann seine Praxis aufgegeben und hat mir dann quasi eine Mail geschrieben und hat gesagt, ob ich denn diese Medien brauchen könnte. Ja, und das war dann also quasi wie ein Geburtstag, weil wer schenkt Ihnen gerade genau das, was Sie brauchen? Und er hat mir dann wirklich 20 dieser Medien dann quasi geschickt. Ich habe dann den Präsentkorb zurückgeschickt nach Italien. Aber ich habe mich da natürlich riesig drüber gefreut und habe so die Möglichkeit gehabt, dann dieses Gerät natürlich dann auch live in Betrieb zu nehmen und vor allen Dingen euch heute Abend natürlich auch zu zeigen. Ich schließe es mal an, sonst rede ich ja nur, ohne zu beweisen, dass das natürlich alles auch tut. Hoffentlich. Ach ja, hatte ich gerade vergessen. Ich hatte es vorher ja schon besprochen. Aber auch hier ist es so, also das Gerät hat seine Video-Ein- und Ausgänge. Das Gerät hat noch tatsächlich sogar ein SCSI, ein SCSI-Anschluss. Das heißt, man kann es wirklich auch so wie es ist direkt an den Computer entsprechend anschließen über einen SCSI-Controller. Es hat verschiedene Steuereingänge, also RS-13-Schnittstellen. Es kann Sound- und Steuersignale verarbeiten, beispielsweise von Ultraschallgeräten. Es gibt so Geräte, wo Sie mit dem Fußtaster quasi ein Bild auslösen können. Das wird hier über diese Buchsen gesteuert. Und dann den klassischen Erdungsanschluss, der hier auch natürlich an dem Gerät nicht fehlen darf. So, dann schalte ich es mal ein. Ja, er motzt schon, er will natürlich ein Medium. Sagt also jetzt das Medium checked, also Now Disk Check. Er guckt, was ist da drauf, was kann er katalogisieren. Gibt es da irgendwelche Informationen, die da irgendwie eine Rolle spielen? Und dann kann ich theoretisch ein Play machen und kann mir dann entsprechende Bilder, die quasi mit hochauflösenden Maschinen gemacht wurden, medizintechnischen Geräten, hier dann entsprechend anschauen. Also das kommt dann natürlich in einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit entsprechend. Ich habe eine sehr, sehr gute Auflösung. Ich kann auch sehr viele Möglichkeiten, habe sehr viele Möglichkeiten, das Bild dann auch zu bearbeiten und kann mir auch Indexe generieren und all diese Dinge. Nehmen wir gerade hier mal raus. Also hier beispielsweise, wenn ich mir ein bestimmtes Bild raussuchen möchte. Ich habe jetzt da mal eine ganze Reihe an Informationen mal drauf abgelegt. Einfach um mal so zu zeigen, wie dieses System funktioniert.
Der Rekord ist natürlich vollkommen fernsteuerbar. Das heißt, ich kann das entweder mit einer Infrarotfernbedienung machen. Ich kann das mit dem besagten Fußtaster machen. Immer wenn ich einen besonderen Blick habe, dann kann ich mit dem Fußtaster quasi ein Bild auslösen und das wird dann quasi automatisch abgespeichert. Wenn ich fertig bin mit der Untersuchung, dann kann ich natürlich diese Data-Mini-Disk wieder ausgeben lassen und kann dann diese Daten entsprechend archivieren auf relativ kleinem Platz. Es war nicht so richtig der Brüller. Ne? Sage ich jetzt einfach, warum? Weil die Dinger schon immer unglaublich teuer waren. Also im Vergleich zu einer CD hat sich das nicht relativ lange durchgesetzt. Also es gibt ganz, ganz, ganz wenige Geräte, die heute auch noch auf dem Markt verfügbar sind, weil man die dann relativ schnell wieder eingestampft hat. Ja, es gibt auch nicht allzu viele Hersteller. Ich bin mir nicht sicher, ich meine 2 oder 3, die diese Minidiscs entsprechend explizit hergestellt haben. Die Firma Sony hatte da natürlich das entsprechende Monopol, aber das Ganze war definitiv vom Handling zu teuer. Die Qualität sehr gut, aber für den alltäglichen Einsatz definitiv zu teuer. Da sind die Leute dann doch eher auf die CD-Variante entsprechend übergegangen. Zum Abschluss, was macht man denn heute? Und dann schauen wir da natürlich mal in den DVD-Player rein, das hatte ich ja noch versprochen. Was macht man heute? Heute sind es natürlich entsprechende digitale Speichermedien. Also wenn solche Sachen gemacht werden, es gibt natürlich heute in den Krankenhausnetzen, gibt es natürlich IP-Kameras, ja, die ganzen Systeme, die in der Chirurgie eingesetzt werden, um irgendwelche Sachen anzuschauen mit einer Kamera. Das läuft heute natürlich über IP-Verbindungen, die dann auf entsprechenden Servern diese Daten ablegen, gegebenenfalls auch gleich automatisch in das Patientenmanagementsystem integrieren und vor allen Dingen dann auch sichergestellt wird, dass diese Daten natürlich auch entsprechend gesichert werden. Ja, das ist natürlich die Haupt- oder ein ganz wichtiger Faktor, der dahinter funktionieren muss. Gut, dann würde ich vorschlagen, Christian, würdest du mir den noch mal schnell abnehmen? Und ich habe natürlich vorher vergessen, ich brauche natürlich noch einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Perfekt, Dankeschön. Also wie gesagt, hier noch mal der Hinweis. Wenn euch das interessiert, also aus dem ersten Teil meiner kleinen Exkursion kamen doch relativ viele Kommentare und da habe ich mich natürlich auch wahnsinnig drüber gefreut. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Bitteschön. Und wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, wenn es euch gefällt, auch gerne, wenn euch was nicht gefällt oder wenn ihr sagt, hey, ich möchte gern jetzt nochmal sehen, das hat mich jetzt fasziniert, mit dem Mini-Disc-Recorder oder mit einem medizinischen VHS-Recorder. Das würde mich auch noch interessieren. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich habe nachher noch so einen kleinen Leckerbissen. Wenn es euch da interessiert, schreibt in die Kommentare. Dann machen wir da natürlich auch ein eigenes Video drüber. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil ohne den Feedback können wir natürlich dann unsere Themen ein bisschen steuern dahingehend, dass wir natürlich das machen, was die Leute dann halt auch interessiert und was sie dann gerne sehen wollen. So, das sind Gott sei Dank nur 4 Schrauben. Die sind auch immer an der gleichen Stelle. So meistens zumindest. Genau. So. Und jetzt kommt das, was ich vorhin versprochen habe. Das sind einfach nur PC-Komponenten drin. Ja? Ich habe ein bisschen spezialisiertes PC-Mainboard.
wenn man da mal so ein bisschen sucht, dann findet man da hinten auch einen AMD-Prozessor. Ich habe ein normales Laufwerk von dem PC. Das ist zwar ein bisschen umgebaut, also ich habe eine andere Blende, damit es hier ganz etwas anders aussieht. Ich habe ein extra zertifiziertes, separat geschirmtes Netzteil. Und da unten, wenn man da ein Stück reinschaut, dann sieht man, ist sogar eine Festplatte drin. Die ist hier unten eingebaut. Und das ist eine Festplatte, die in etwas höheren mittleren Betriebszyklus laut Hersteller ausweist, aber man erkennt quasi das Innenleben eines klassischen PCs. Wenn man diese Geräte hier noch ausbaut, dann findet man vorne natürlich auch noch einen Speicherchip und auf diesem Speicherchip ist quasi das Betriebssystem, das Gerät bootet nach dem Einschalten. Die Daten werden auf der Festplatte abgelegt und zwar immer durchlaufende Videodaten. Das hat natürlich den Effekt, damit ich keine verwackelten Bilder in die Aufzeichnung bekomme und natürlich nachher mir meine individuelle DVD dann zusammenstellen kann. Aber wenn man das so sieht, es ist eigentlich nichts Besonderes. Und ja, nochmal den Hinweis, diese kleinen runden Dinger, das sind eben meine besagten Spezialfreunde, das sind die SMD-Elektrolytkondensatoren. Und ich kann jetzt schon sagen, ich weiß nicht ganz genau, wie alt das Gerät ist, er ist Baujahr 92. Gut, dann müsste ich mal gucken, ob ich da nicht vielleicht schon so langsam ein Problem kriegen könnte mit auslaufenden Elektrolytkondensatoren tatsächlich. Also das auf den ersten Blick sehe ich jetzt nichts, aber da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen im Detail schauen, nicht, dass das Gerät dann entsprechend kaputt geht. Gut, der Blick ins Innere und jetzt noch zum Leckerbissen. So. Jetzt werden ganz viele von euch sagen, was ist denn das? Das? Nö, eigentlich nicht. Das ist auch eine Form der Informationsspeicherung. Auch dort kann man Bilder drauf ablegen. Und es ist eins meiner kleinen Steckenpferde. Also ich fotografiere auch noch sehr viel analog und entwickle auch die Bilder und die Filme selber im eigenen Fotolabor, also auch DIA und natürlich C41 Farbfilme. Und das ist ein DIA-Belichter. Das heißt ein System, mit der quasi aus einem elektronischen Videosignal oder eines VGA-Signals oder was Sie auch immer hier zur Verfügung stellen, Ihnen quasi ein DIA belichtet, das Sie dann entwickeln können und mit einem ganz einfachen DIA-Projektor dann entsprechend an die Wand werfen können. Ich drehe das Gerät mal schnell um. Das hat also auch ein paar unterschiedliche Anschlüsse. Es hat einen Steueranschluss, es hat verschiedene Eingänge für das Videosignal. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, die Signale zu terminieren oder entsprechend ihre Intensität anzupassen. Und ich kann hier auch ein klassisches CGA- bzw. EGA-Signal einspielen, beispielsweise von einer Videokarte. Und habe natürlich den Anschluss für das entsprechende Netzteil. Als Steuerkonsole gibt es eine extra kleine Tastatur und dieses Gerät ist jetzt von der Firma Polaroid, was nichts mit Sofortbild zu tun hat, sondern Polaroid hatte tatsächlich in den frühen 80ern eine eigene Division, die sich
um die Diabelichter gekümmert hat. Ich kann Ihnen auch schon sagen, das ist eins der wenigen Geräte, das tatsächlich noch funktioniert. Das werden wir auch am Tag der Wissenschaft, ist zumindest die Überlegung, dass wir das da auch nochmal zeigen, auch den Verlauf bis dahin. Und mit dieser Konsole kann ich eben das komplette Gerät steuern. Auch dieses Gerät hat einen Videospeicher. Das heißt, ich speise quasi ein analoges Videosignal rein und kann dann durch Drücken der Taste Memory diesen kompletten Frame in den Speicher schreiben. Der ist dann da drin unverrückbar, kann dann meine Einstellungen machen mit der Farbsättigung, Kontrast und Helligkeit. Und wenn ich auf die Taste Print drücke, dann wird eben eine Kathodenstrahlröhre, die hier im Inneren des Gerätes ist, mit verschiedenen Farbfiltern bestückt. Und hier in dieser Art Kamera dann quasi ein einzelnes Bild auf einem normalen 35 mm Film entsprechend belichtet. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, also ich habe mehrere von den Geräten. Es ist sehr, sehr, sehr schwer, von diesen Geräten entsprechende Unterlagen zu kriegen. Also da sind dadurch, dass auch die Firma Polaroid mehrfach verkauft wurde und natürlich geschlossen wurde, sind da sehr, sehr viele Unterlagen verschwunden. Besonders Software ist sehr, sehr, sehr schwierig. Wir haben ein bisschen was im Museum, wo da dann immer wieder quasi uns eine sehr wertvolle Quelle gibt. Aber sehr, sehr viel muss man quasi in diesen Geräten dann re-engineeren. Und die ein oder andere Frage, die kann man dann definitiv auch nicht beantworten. Also der Klassiker war, ich hatte ein DOS-Programm, das quasi diese Maschine entsprechend kalibriert. Und dieses DOS-Programm war mit einem Kennwort geschützt. Also ich hatte da keine Chance. Ich habe dann den Christian um Hilfe gebeten und ich weiß nicht wie viel, so 30 Nanosekunden. Da hat er gesagt, das Kennwort ist Video. Ja. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, wie er das gemacht hat. Ich war aber super glücklich, dass er das hingekriegt hat und so ergänzen wir uns natürlich und kriegen dann das ein oder andere Geheimnis dann auch aus so einem Gerät raus. Wie gesagt, wen es interessiert, sehr, sehr gerne. Ich habe mehrere dieser Geräte, die tun natürlich alle. Ich habe auch welche, die kein 35 mm Kamera vorne dran haben, sondern die haben ein Polaroid-Rückteil. Ja, ich habe dafür auch Filme. Das heißt, man kann dann direkt vom PC eine Grafik generieren oder einen Screenshot und den dann direkt ausdrucken auf ein Polaroid. Macht unheimlich viel Spaß, das auch jemandem zu zeigen. Und schreibt es in die Kommentare, wenn da Interesse besteht, dann würden wir das natürlich an einem unserer nächsten Abende entsprechend planen. Zu dem Polaroid-System fällt mir gerade ein. Das haben wir, glaube ich, in einem unserer anderen Videos, glaube ich, als es um die Tektronix-Oszilloskope ging, auch schon mal gezeigt gehabt, weil für die Oszilloskope gab es, ich hole einfach mal kurz eins her. Diese Trichterdinger. Genau. Ja, ja. Genau. Gab es quasi das gleiche Verfahren, dann Einzelbilder auf Film festzuhalten. Es gab also Kameraaufsätze von Polaroid mit Rollenfilm, glaube ich, oder auch Einzelabzüge. Ja, oder Polaroid 669. Oder normale Polaroid-Abzüge, ja. Je nachdem. Um einmalige Ereignisse auf dem Oszilloskop, die man so mit dem bloßen Auge schwer untersuchen kann, auf Film festzuhalten, um es dann eben in Ruhe dann analysieren zu können. Also diese Aufsätze, die es da in Kleinitz für diesen Filmbelichter gibt, gab es auch in Groß schon früher für die Oszilloskope. Davon haben wir auch einige, noch sind die im Lager, aber wir werden sicherlich auch eins dieser Systeme dann ins Museum wieder reintun. Uns fehlt halt eben der Film dazu. Die sind, der Ralf kann sicherlich ein Lied davon singen, diese Filme sind eigentlich nicht auftreibbar. Also, oder wenn, sind sie überlagert und funktionieren nicht mehr, wie beispielsweise dieses komische
Silberpapier von 3M für die Tektronics Hardcopy Units und okay. so weiter. Also das ist natürlich ein bisschen verrückt, das ins Leben also bringen zu wollen. Das wäre eigentlich schon wieder auch ein eigenes Thema. Drucktechniken, exotische und esoterische. Also das ist ja schon fast esoterisch. Und ich, genau, da kann man hoffen, dass ein Bild rauskommt. Ja, definitiv. Ja, aber für solche Sachen, das hat natürlich einen gewissen Charme. Wie gesagt, zum einen, es gibt nicht viele Informationen. Das heißt, man ingeniert eigentlich das Gerät und es ist manchmal total erschreckend, was sich so mancher Elektroniker dabei dachte, sei es drum. Aber es macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Gut, damit bin ich für meine Exkursion heute am Ende. Ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben. Ich wollte aber trotzdem in alle Bereiche einen kleinen Einblick geben. Das soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Wie gesagt, die Themen können wir natürlich jederzeit gerne nochmals etwas ausführlicher behandeln, wenn das entsprechende Interesse besteht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und vielleicht Zuhören und möchte nochmal ans ganze Team herzlichen Dank sagen. Und vor allen Dingen einen schönen Abend. Und der Christian wird noch den nächsten Termin. Genau. Kunden. Also auch von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, lieber Ralf, für diesen tollen Exkurs. Gerne. Dankeschön, Katja, für die Kameratechnik und so weiter. Wir danken natürlich auch Infos stets für die tatkräftige Unterstützung. Und ich möchte jetzt einfach den nächsten Termin ankündigen. Moment, sieht man das? Ja, der ist jetzt am 14. Dezember. 14. stimmt das? Ja, 14. Okay, 14. Wenn es draufsteht, wird es stimmen. Ja, Müsst passen. Dieses Mal oder das nächste Mal wird es kein Livestream sein, sondern das Thema wird sein, es werden die Ergebnisse präsentiert, die der Clemens im Augenblick im Deutschen Technikmuseum in Berlin erlangen wird. Und mühevoll erlangen wird, natürlich. Und er möchte dann darüber berichten. Ich hoffe, das wird wieder sehr spannend. Also davon bin ich überzeugt. Und deswegen wird das natürlich auch eine Kombination mit Livestream und entsprechend dann natürlich dann Videovorführung werden, mit Videos, die der Clemens dann in dieser Zeit, in den aktuellen Tagen in Berlin eben macht, an der Z1. Ja, dann verabschieden wir uns einfach. Danke nochmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss.